Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich Frau Nela Winkelmann-Heroska. Sie ist geschäftsführende Direktorin der Platform of European Memory and Conscience, ein transnationales, internationales Projekt. Vielleicht gleich erst einmal zu diesem Projekt selbst. Was ist das Ziel? Wie gehen Sie vor? Also wir sind eine internationale Nichtregierungsorganisation, die allerdings als Interessenverein von juristischen Personen funktioniert. Das heißt, unsere Mitglieder sind nicht Menschen, sondern Institutionen und Organisationen, welche sich mit der Aufarbeitung des Totalitarismus in Europa im 20. Jahrhundert beschäftigen. Wir sind entstanden als Ergebnis der Initiative des tschechischen EU-Ratsvorsitzes im Jahr 2011 dann. Und wir haben uns mit also 20 Gründungsinstitutionen gegründet. Derzeit haben wir 55 Institutionen und Organisationen aus 18 Aus Ländern, aus 19 Ländern bereits. europäische Länder oder? Überwiegend Europa, aber auch Nordamerika. Wir haben zum Beispiel Organisationen aus Kanada und den USA, die sich aus Immigranten rekrutieren. Welches Ziel verfolgt die Organisation? Wir wollen die Aufarbeitung des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts auf internationaler Ebene erreichen. Natürlich fokussieren wir uns wahrscheinlich etwas mehr auf den Kommunismus, weil da viel mehr Defizite in der Aufarbeitung sind. Wir wollen erreichen, dass der Kommunismus genauso eine Gewichtung bekommt, international wie auch der Nationalsozialismus, weil das eine Diktatur war, die eigentlich viel mehr Menschenleben auf dem Gewissen hat und viel mehr Gewalt eigentlich als der Nationalsozialismus. Also wir wollen praktisch die weißen Lücken in der Geschichtsschreibung international schließen. Wenn ich Ihre Redebeiträge auf dem Podium gerade richtig verstanden habe, schlagen Sie dabei aber vor allem den juristischen Weg ein. Also das ist eines unserer großen Projekte. Wir machen aber auch andere Sachen. Also wir beschäftigen uns derzeit verstärkt mit dem Projekt Justice 2.0, also Justiz 2.0. Wir wollen auf internationaler Ebene Gerechtigkeit erlangen für die unverjährbaren Verbrechen des Kommunismus, welche auf der nationalen Ebene in den postkommunistischen Ländern bisher außer Acht gelassen wurden. Aber daneben machen wir auch Bildungsprojekte, Aufklärungsprojekte, organisieren Konferenzen, arbeiten mit Schulen und so weiter. Auf der Diskussion gerade ist gerade deutlich geworden, dass Sie vor allem auch über diese juristische Aufarbeitung, Sie hatten die Nürnberger Prozesse angesprochen, die Sie da so ein bisschen als Vorbild vielleicht auch sehen, auch diesen öffentlichen Diskurs und Aufarbeitungsprozess anstoßen wollen. Wie sind da Ihre Schritte? Haben Sie da schon Erfolge in einzelnen osteuropäischen, mittelosteuropäischen Staaten? Wir haben im Jahr 2015 im Europäischen Parlament die Ergebnisse unseres Pilotprojekts Justice 2.0 vorgestellt. Dort haben wir die ersten identifizierten, noch lebenden verantwortlichen Personen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit der internationalen Öffentlichkeit vorgestellt. Und wir haben die internationale Öffentlichkeit gebeten, uns zu helfen, Gerechtigkeit herbeizuführen. Das heißt, wir haben Staaten aufgefordert, vielleicht das Prinzip der Universalität zu nutzen und dieser identifizierten Täter in Drittstaaten vor Gericht zu stellen oder aber auch ein völlig neues internationales Gericht zu gründen, ein neues Tribunal, welches sich nur mit den unverjährbaren Verbrechen des Kommunismus befassen würde. Und wir haben gerade auf dieser zweiten Schiene sofort eine Reaktion bekommen. Der estnische Justizminister hat im August 2015 bereits mit seinen Ressortkollegen aus EU-Mitgliedstaaten eine sogenannte Tallinner Deklaration verabschiedet, in welcher sich dieser EU nicht nur, also es sind überwiegend EU-Mitgliedstaaten, aber auch zwei Nicht-EU-Staaten, positiv dazu geäußert, dass sie die Möglichkeiten einer neuen supranationalen Institution der Gerechtigkeit untersuchen werden. Und diese Initiative läuft. Und ganz, ganz vor kurzem hat sich jetzt Polen gemeldet, auch mit der Initiative, sie wollen tatsächlich ein richtiges neues Tribunal für die unverjährbaren Verbrechen des Kommunismus. Also unsere Arbeit findet Echo auf Regierungsebene. Eine letzte Frage. Es wurde eben auf dem Podium recht intensiv diskutiert, in welchem Verhältnis diese juristische Aufarbeitung und die gesellschaftliche Aufarbeitung stehen. Der Kommunismus in Osteuropa, der, sage ich mal, sehr, sehr schwere Wunden geschlagen hat in den Gesellschaften, vielleicht teilweise auch in Familien. In Bezug darauf wird oftmals auch gesagt, Aufarbeitung, Heilungsprozesse, gesellschaftliche Heilungsprozesse brauchen vielleicht auch Elemente des Vergessens. Würden Sie
dieses Argument teilen oder können Sie das verstehen? Wir haben ein anderes Sprichwort. Wir haben so eine Reihenfolge: Truth, Justice, Reconciliation. Also erst kommt die Wahrheit, dann die Gerechtigkeit und dann die Versöhnung. Wir können keine Versöhnung haben ohne die Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit bekommen wir nicht, wenn wir die Wahrheit nicht erfahren. Also das ist das, worauf wir unsere Arbeit stützen, und das ist so ein allgemeingültiges Prinzip, welches auch bei anderen Postkonfliktgesellschaften verwendet wird bei der Schaffung von verschiedenen anderen internationalen Tribunalen. Man muss tatsächlich in dieser Reihenfolge voranschreiten, und das Vergessen wäre erst an der vierten Stelle dann. Und im Zweifelsfall auch vielleicht Wunden nicht so schnell heilen lassen und vielleicht auch das ein oder andere erzwingen, um diesen Diskurs auch anzustoßen. Vor allem, wir müssen wirklich Empathie entwickeln, wir müssen uns wirklich auf die Opfer konzentrieren, weil jetzt von den Opfern zu verlangen, zu vergessen, würde bedeuten, die Opfer nochmal zu Opfern werden zu lassen, weil wie kann man von einem Menschen, der verletzt ist, dem sein Recht auf Gerechtigkeit verwehrt wurde, wie kann man von ihm noch verlangen, alles sein zu lassen und auf die Gerechtigkeit nicht mehr zu glauben? Also das wäre eine schwere Niederlage, glaube ich, auch für den demokratischen Staat, wenn das der Fall wäre. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit mit dem Projekt und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch. Danke.